Man hat natürlich immer Existenzängste, weil man hat halt viel Verantwortung. Im schlimmsten Fall kommt er halt nicht mehr zum Bremsen und dann könnte halt Personenschaden entstehen. Als Selbstständiger kann man schon irgendwann mehr verdienen, als wenn man angestellt ist. Hallo, ich bin der Burak. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Kfz-Technikermeister. Ich bin selbstständig und habe eine eigene Werkstatt. Wir haben heute viel zu tun. Wird ein anstrengender Tag. Aber schaffen wir schon. Es ist nicht nur eine Marke, die wir betreuen, sondern im Prinzip jedes PKW wird von uns repariert. Wenn man hartnäckig ist und gut dranbleibt, dann findet man in der Regel auch den Fehler. Das ist aber halt so die hauptsächliche Herausforderung. Hier habe ich die ersten zwei Aufträge gleich, was ich an die Jungs bzw. an die Mitarbeiter verteilen werde. Moin, hallo, wie geht's? Alles gut? Moin, moin. So Jungs, wir haben heute relativ viel zu tun. Wir fangen mit den zwei Aufträgen an. Also Paolo, du machst bitte vier neue Reifen bei dem Jeep. Und Maruf, du machst hier eine Inspektion mit Ölwechsel. Alles klar, frohes Schaffen. Also ich selber mache viel Organisatorisches. Ich bin ja auch im Prinzip der Kopf der Firma. Morgen Ümü hier von B&O, bitteschön. Also die Planung, die Kundeneinplanung, die Disponierung von den Aufträgen, die Vorbereitung. Guten Tag, bitteschön. Ich habe Ölverlust am Auto. Ja. Also es ist nicht kein Motoröl, ja, sondern eher irgendwie was anderes. Könnt ihr dann machen. Okay, gucken wir uns sofort an. Könnte natürlich was Wichtiges sein. Wenn es jetzt als Beispiel Bremsflüssigkeit ist, dann wäre es schon gefährlich. Im schlimmsten Fall kommt er halt nicht mehr zum Bremsen und dann könnte halt Personenschaden entstehen. Da sehe ich schon etwas. Das kommt hier vom Getriebe, also der Simmerring von der Antriebswelle. Das ist im Prinzip so eine Dichtung, können Sie sich vorstellen, von der Antriebswelle. Da an der Stelle verliert er das Getriebeöl. Also Sie sehen das hier, das ist schon richtig, richtig viel. Da würde ich Ihnen raten, dass wir die nächsten Tage, dass wir danach schauen, das Problem beheben. Und da würde ich Ihnen aber nicht raten, viel mitzufahren, am besten gar nicht, weil dann könnte das Getriebe im schlimmsten Fall kaputt gehen. So, ich mache Ihnen dann soweit im Laufe des Tages den Kostenvoranschlag fertig. Dann melde ich mich bei Ihnen telefonisch. Genau. Dann danke ich, dass Sie da waren und dann sprechen wir uns. Alles klar. Schönen Tag noch. Ciao. Danke. Ciao. Die Anfangszeit, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Da habe ich mir gedacht, werden überhaupt Kunden kommen? Werde ich überhaupt jeden Tag Arbeit haben? Es lief aber von Anfang an schon relativ gut an, aber man hat natürlich immer Existenzängste, weil man hat halt viel Verantwortung. Das ist jetzt bei ca. 250 Euro, da wird bestimmt zusagen, denke ich, wird sich aber jetzt gleich rausstellen. Hallo, Ömi hier von B&O. Ich rufe von der Werkstatt an. Wegen dem Fahrzeug habe ich jetzt den Kostenvoranschlag fertig gemacht. Alles zusammen kommen wir auf knapp 250 Euro. Ja? Okay, dann sehen wir uns diesen Freitag um 8 Uhr. Ja? Alles klar. Schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. So, dann scannen wir das Paket mal. So, bitteschön, schönen Tag noch, ja? Ciao, ciao, tschüss. Ist jetzt nicht großartig an Nebenverdienst dazu, aber das hat auch den Hintergrund, dass das natürlich auch für uns Werbung irgendwo ist. Viele wissen auch zum Beispiel nicht, dass wir auch hier eine Werkstatt haben, weil das schon ein bisschen abgelegen auch ist. Wie geht's Ihnen? Alles gut soweit? Alles gut soweit. Super, dann machen wir jetzt die Batterie soweit neu, ja? Okay. Alles Danke. Klar, bitteschön, bis gleich. Warum ich mich selbstständig gemacht habe? Erstens, ich wollte halt ja im gewissen Maßen frei sein, weil als Angestellter ist man natürlich an den Vorgesetzten halt gebunden und natürlich auch das Finanzielle, weil als Selbstständiger kann man da schon irgendwann mehr verdienen, als wenn man angestellt ist. Paolo, kannst du mir mal eben kurz helfen, hier beim Rausheben bitte? Ja, ja. Jetzt. Boah, hat die Schul direkt die neue, dann heben wir die zusammen auch nochmal ein. Ich war im Sprinterwerk in Düsseldorf, also da, wo die Mercedes Sprinter gebaut werden.
Da habe ich auch sehr gut verdient, aber da ist dann auch die Grenze irgendwann auch festgesetzt, bis wohin man auch verdienen kann. Als Selbstständiger sieht das natürlich anders aus, da hat man eigentlich keine Grenzen. Hat der Wassereintritt? Ja. Zeig mal her. Ja. Das zeige ich dem Kunden am besten mal direkt, damit er das mal sieht. Paul hat jetzt gerade festgestellt, dass da, wo die Batterie drin sitzt, Wassereintritt ist. Und das ist natürlich gar nicht gut im Innenraum. So, wir haben die alte Batterie rausgehoben. Ja. Wenn Sie hier in das Fach reingucken, wo die Batterie drin sitzt, sehen Sie, dass da Wassereintritt ist. Müssen wir schauen, also die Stoßstange eventuell runternehmen, soweit abdichten. Das würde ich Ihnen an der Stelle eigentlich empfehlen. Mhm. Dann müssen wir noch einen anderen Termin machen. Dann machen wir dann einen zweiten Termin, nur das wollte ich Ihnen mal gezeigt haben. Okay. Ja? Okay. Alles klar, dann bin ich gleich bei Ihnen wieder. Okay. Paulo, können wir noch mal eben kurz reinheben? So. Mein Jahresumsatz 2021 lag bei 233.000 Euro. Man hat sehr viele Kosten, also Miete, Mitarbeiterkosten, dann kommen natürlich auch Materialkosten. Mein Jahresgewinn nach Steuer 2021 war ca. 28.000 Euro. Ich hatte jeden Monat gute 2.300 Euro zur Verfügung. Ich drück auf Gas, hör die 500 PS. Fahren durch die Stadt, GTA Los Angeles. Alles macht Spaß, Maserati GTS. Manchmal gibt's Ball, aber doch, es regelt sich von sich. Und noch ein Auto fertig. Da sagt da negatives Ergebnis vom Steuergerät. Die Anzeige, dass die Bremse fällig ist, da leuchtet ja die Kontrollleuchte auf, die ist immer noch an, obwohl die Bremse jetzt neu ist. Da vermute ich, dass der Verschleißsensor da ein Problem hat. Also die Klammer, der Verschleißsensor, der neue, der hat da gar nicht reingepasst sozusagen, sagst du, ne? Tauschen wir dann morgen soweit auch noch um, dann ist die Fehlermeldung dann auch weg. Mhm. Man kann halt nicht alles vorausplanen, manchmal kommt es leider verkehrt. So, alles klar, hatte schönen Feierabend, Manu. Danke dir. Bis morgen, ja? Wenn ich also den gesamten Tag heute zusammenfassen müsste, war das ein erfolgreicher Tag. Es hat eigentlich alles soweit gut geklappt, bis auf jetzt die Kleinigkeit mit dem Verschleißsensor. Dann wünsche ich dir schönen Feierabend, Paulo. Und dann sehen wir uns nochmal. Ja? Ciao, ciao. Sleigh bells ring, are you listening? In the rain, snow is glistening. Beautiful sight. Hallo, Mama. Wie geht's? Alles gut? Gut. Hi, Papa, nein. Wie geht's? Alles gut? Ja. Ich sehe noch kein Bedürfnis, dass ich meine eigene Wohnung habe. Also solange ich kann, will ich natürlich mit meinen Eltern sein. Es sei denn, wenn ich heirate oder die Frau meines Lebens finde, klar, dann ist das eine andere Geschichte. Das lohnt sich für mich auf jeden Fall, weil ich durch die Arbeit, durch die Auftragslage von Tag zu Tag eigentlich meinen Zielen, meinen Träumen näher komme. Und dadurch steigt auch der Umsatz, der Gewinn. Und ich denke definitiv, für mich lohnt sich das auf jeden Fall. Das war's heute von mir. Danke, dass ihr mich begleitet habt. Hier findet ihr den Maschinenbauingenieur und hier findet ihr weitere Videos von Lohnt sich das?